Jo Leute, willkommen zurück zu Dungeon Defenders. Auch mal wieder Zeit für eine Runde davon. Liegt einfach daran, weil Dungeon Defenders mich in letzter Zeit immer sehr, sehr hart enttäuscht hat. Alle Patches, die inzwischen draußen sind, sind immer nur noch schlimmer geworden. Haben alles noch schlimmer gemacht, als es vorher schon war. Und es war vorher schon schlimm. Und ich habe jetzt endlich ein mehr oder weniger vernünftigen Bild, zumindest mit der Eve. Ihr seht es aber schon, oh, die hat keine Ascension. Ihr seht es aber gleich, dass ich da nicht unbedingt so ganz stark mit bin. Das Ganze, und das ist das Coolste, findet jetzt in einer Kampagne statt. Warum in einer Kampagne? Bin ich wirklich so schlecht? Nein, das liegt einfach daran, dass ich mit den meisten Chars einfach noch nicht die passenden Sphären habe für meine Builds. Das Problem ist, dass nicht mehr die Sphären droppen wie sonst was, also überall, sondern das ist jetzt bedingt auf die Schwierigkeit, wo man ist. Also je nach Schwierigkeit droppen andere Dinge. Was ich total behindert finde. Also ich finde es wirklich total bekloppt geregelt. Und ja, deswegen muss ich die Kampagne machen. Ich gehe davon aus, dass das hier mehr als ausreichend sein wird. Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, würde ich mir irgendwie schlecht vorkommen. Aber wir nehmen mal das Beste an. So. Inzwischen, ihr seht es, benutze ich mit Eve die Waffenfabrik. Ups. Na gut, dann nehmen wir die Hexe und dann starten wir die Runde. Ich denke mal, eine Runde werde ich schaffen, das hier zu verteidigen gegen Level 3er. Und ihr seht es schon. Stormgloves sind ja inzwischen auch keine Stormgloves mehr. Das können jetzt inzwischen alle sein, weil es gibt eine Sphäre dazu. Was auch sonst. Also es gibt für jeden Scheiß jetzt eine Sphäre. Und ich bin halt immer noch nicht so ganz von dem System überzeugt. Aber naja, gut. Die ganzen Dinger machen jetzt 131.000 Schaden. Bei einer Crit-Chance von 10. Das sollte eigentlich noch höher werden, aber das wird es wahrscheinlich noch. Ich bin halt mit den Askenten noch nicht so hoch. Ich müsste mal weiter leveln, um die Crit-Chance zu erhöhen, aber das kommt dann alles noch. Denke ich. Okay. So. Puh, okay. Das war echt eng. Und ihr seht. Easy. Wie immer. Auf 3 sitzt du. So. Das Problem ist halt wirklich, dass man hier irgendwie nicht dran gedacht hat, dass halt High-Level-Spieler auch irgendwo eine Challenge brauchen, weil jetzt ist das Ding hier gegessen. So, also wir können jetzt, Moment, ich kann jetzt hier rumgehen und kann den Atomic Launcher mal benutzen. Ja, ich benutze die Waffen dann auch. Die meisten lassen die dann einfach da liegen. Aber ist im Moment aktuell einer der stärksten Builds überhaupt. Und ich denke, man sieht auch so ungefähr warum. So. Atomic Launcher. Aber ich sag mal, das ist halt im Moment überall so. Und ja, im Endeffekt, das Spiel war zwar schon immer so ein bisschen
unbalanced, aber ich sag mal inzwischen absoluter Blödsinn geworden. Wirklich absoluter Blödsinn geworden. Man kann sich im Übrigen so weit hochkaufen, dass man ganz easy 300 bis 400 Spielstunden skippt. Also ich habe auf Dungeon Defenders 2 habe ich jetzt 400 und Spielstunden. Und ja, man könnte sich an die Stelle, wo ich bin, könnte man sich locker kaufen. Das Einzige, was man halt farben muss oder leveln muss, ist halt das Level an sich. Komm schon. Wie ich kann... Warum kann ich den nicht upgraden? Hä? Man kann den echt nicht upgraden? Warum? Kann man den nicht... Solange da was drin ist? Warum kann ich den nicht upgraden? Hä? Okay, ich wusste gar nicht, dass man die Waffenfabrik nicht upgraden kann. Also, ich mach's normalerweise auch nicht, aber, weil ich normalerweise nicht das Meta spiele. Normalerweise spiele ich... Soweit kann die Eve springen. Definitiv. Verreckt dran. Ich spiele eigentlich ein Fußrodar. Ja, der Name ist geklaut. Ein Fußrodar. Ramster-Build. Und, der funktioniert relativ gut mit dem, zusammen mit dem Earth Shatter Tower spielen die ziemlich viel Schaden. Aber beide brauchen noch die Defense Crit, Sphären. Beziehungsweise einer brauchte bis jetzt immer die Sphäre, weil ich hatte den Earth Shatter, hatte ich die ganze Zeit. Mit der Sphäre und ich habe die nur einmal und die kann man halt nur hier droppen. Man kann auch seltener dann auf oberen Ebenen, weil man da halt die Chaos 1, Chaos 2, Chaos 3, Chaos 4, Chaos 5 kriegt. Aber hier kriegt man die auf jeden Fall, also diese Sphäre, diese Standard-Sphäre, die ich da bekommen habe. Die kriegt man am besten hier, hoffen wir mal. Und wir haben sogar echt direkt Glück. Ich kacke einen Frack. So, also das ist mein Standardbild. Defense Crit. Moment, ne, da. 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 Meine Helden, wo bist du? Ganz vorne immer noch. Und dann kann ich nämlich bei der Eve, kann ich jetzt einmal den rausschmeißen. Unequip. Gib her. Zack. 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 Und Defense Crit. So, das Ganze mache ich jetzt halt weiter. Ist halt wirklich am sinnvollsten, dann immer oh, Moment, so, Taven. Dann immer schön weiter zu spielen, um mehr zu farmen. Allerdings nur in Trials, glaube ich, ist das. Ich meine, in Trials. Also, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich glaube, Trials heißt es. Das kann ich jetzt auch nochmal kurz zeigen. Was fehlt mir eigentlich noch? Moment. Chaos 1 fehlt mir, glaube ich, auch noch was. Und ja, die Server laufen immer noch genauso stabil, wie ihr es hier seht. Also ihr seht genauso viel wie ich gerade. Wunderbar, oder? So möchte man das eigentlich immer haben. So, und dann... Ja, Trials heißt es. Haha, ich bin gut. So,
Jetzt muss ich dann doch wirklich kurz gucken. Jetzt habt ihr gerade mal keinen Ton. Aber das macht euch hoffentlich nichts aus. Jetzt muss ich wirklich kurz gucken, was es in 1 gibt. In Chaos 1. Denn das sind immer unterschiedliche Sachen. Ich werde euch unten in die Videobeschreibung eine Website verlinken, wo ihr die Sachen rausfinden könnt, wo, was, wie, wann, warum drin ist. Und das nutze ich inzwischen eigentlich permanent. Das ist so wichtig geworden, weil man's... Ja, Defense Power. Defense Power fehlt mir auch noch bei ganz, ganz vielen. Dann geht man in Trials rein, Join rein da. Oh, jetzt join ich da irgendwo rein. Ich wollte eigentlich Create Game. Ist egal. Und da kann man im Moment nur Destruction rausziehen aus dem Chaos Pack. Also das, was für alle grün ist. Also die grünen Sphären. Die grünen Sphären sind ja für... Hallöchen. Sind für die... die Bilder. Was macht ihr denn hier? Okay. Okay. Ich bin gespannt. Also ihr seht, da gibt es Leute, die da sehr, sehr viel mehr haben. An Punkten verteilt. Aber das ist eigentlich relativ egal. Okay. Und je mehr man die hier macht, desto mehr Sphären kriegt man halt auch pro Runde. Oh, Moment, ich sollte eventuell mal meinen Damager nehmen. Denn die Hexe ist immer noch der beste Damager, meiner Meinung nach. Und am einfachsten auch. Einfach weil sie, weil man mit einer... Moment, Schad? Heißt das eigentlich Sphäre? Warum sage ich eigentlich immer die ganze Zeit Sphäre? Ich meinte natürlich Scherbe. Und es gibt eine Helmschere, die eure Abilities um, ich glaube jetzt inzwischen auf maximalem Level macht die 40% Cooldown weg. Was einfach awesome viel ist. Also es ist sowas von Hardcore. Und ja, im Endeffekt. Hi. Zack, zack. Im Endeffekt stellt man sich vorne hin und klatscht hier alles weg. Und ihr seht, auf Level, auf Chaos 1 habt ihr Gegner mit Level 360. Ist also ungefähr damaliges NM2, NM3 Gebiet, was man hier hat. Was? Was? Das droppt doch hier nicht, oder? Ich... Okay. Moment. Nee, das kann nicht stimmen. Das seid ihr falsch. Vampiric Improvement droppt hier nicht. Vampiric ist eine Chaos 5 Sphäre, du Idiot. Ich wollte gerade sagen, also das wäre mir ganz neu. So, also was die meinen, Vampiric Empowerment. Ich muss nächstes Mal dran denken, dass ich das Ganze ich glaube, ich bin stuck. Shit. Oh, nee, ich bin nicht stuck. Ich bin einfach nur im Chat drin. Ja, okay. So geht's. So geht's. Das Vampiric ist, dass man
die Defense Power anhand der Defense Health erhöht bekommt. Also zwischen 4 bis 60%. Also 4 auf 0 und 60 auf der höchsten Stufe. Auf Stufe 14 kriegt der drauf gepowert. Also Defense Power drauf. Und das ist für gerade sowas wie den Koloss ist das irre geil, das Ding. Aber für ganz, ganz wenige andere Sachen. Also für die Walls ist das super stark, die angreifenden Walls. Und ansonsten eigentlich kaum was. Man kann damit auch einen relativ coolen Ramster bauen, der nicht so Glass-Cannon ist, wie meiner jetzt. Hi. Und 1, 2 und 3 und 4, 5. Und ja, man hat jetzt inzwischen 2 Millionen Effekte auf den ganzen Shards. Ja, ja, ist egal. Und inzwischen ist eigentlich jeder Char irgendwie so hart OP. Also das Level an sich, also das Level 50 ist nichts mehr wert. Das ist inzwischen gefühlt jeder. Es gibt kaum einen, der nicht auf Level 50 ist, weil man braucht ja jeden Char nur einmal auf Level 50. Dann kann man ja alles machen mit dem. Sondern wirklich... Hey, komm mal her. Und einmal das. Haha. Und freeze. Und weg. Also. Aber halt dieses Ascent-Level, da auf Maximum zu kommen, das ist dann doch schon eine Herausforderung. Also. Das ist wirklich knackig. Also so wie ich es jetzt verstanden habe, die meisten leveln den hoch, indem sie Level auf Chaos 3 gehen und Star Trials machen und dann Trials einfach durchziehen. Einfach komplett die ganze Zeit durch. Dann ist man da relativ zügig, zumindest mal auf 150 bis 200. Was auch gebraucht wird, um solo durch 3 bis 4 zu gehen. Teilweise. Oh, und in 5 überhaupt mitgenommen zu werden. Also alle anderen, die 5 oder in C5 reingehen, die nehmen einen unter 150 bis 200 überhaupt nicht mit. Das ist Minimum. Was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, weil das einen irren Unterschied macht. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Unterschied. Ich persönlich muss sagen, das Spiel ist ja sehr farmlastig geworden. Es erinnert mich jetzt inzwischen wirklich schon sehr, sehr hart an ein MMO, weil ich raide inzwischen sowas hier. Für Blödsinn, also so eine. Für eine Sphäre raide ich den Scheiß hier. Und das finde ich einfach total kernbehindert. Es ist einfach nur bescheuert und ja. Ob das jetzt Sinn und Zweck des Spiels werden soll, dass man auch kleinere Raids wieder oder kleinere Schwierigkeitsgrade wieder lukrativ macht. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil ihr müsst euch hier angucken. Ja. Ich meine, ich bin auch irgendwo mit der Ausrüstung zwischen 2 und 3. Ich bin über am C2 und in der Mitte von C3 irgendwo. Dementsprechend vom Equip her eigentlich am sinnvollsten C3 gehen. Was?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Einmal hier hin. Wir können das mal einsammeln. Und je höher ihr auch kommt, desto mehr werdet ihr sehen, dass da die Leute einfach gar nichts mehr machen. Weil wofür auch? Die Tower sind teilweise so OP geworden, dass man da einfach sich hinstellen kann und sagen kann, ja, okay, ich mach gar nichts mehr. Ab C3 stehen die meisten Leute sowieso nur rum. Also die bauen einmal und gehen dann AFK. Was ich irgendwie bescheuert finde. Aber das finde ich wirklich bescheuert. Weil das ist nicht Sinn und Zweck des Spiels. Das ist wieder mal super schlecht gebalanced. Das Einzige, was halt wirklich oder eine der wenigen Sachen, die geblieben ist, ist das schlechte Balancing zusammen mit den schlechten Servern. Also das Ding läuft immer noch scheiße wie sonst was. Ja, ja, kann ich auch. Aber ansonsten, nee, ist wirklich, wirklich, wirklich traurig, dass es so jetzt geupdatet wurde. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel updatet sich jedes Mal kaputt. Ich sollte echt mehr in die Raid-Gruppen gehen. So, zack. Und da haben wir Pech gehabt. Das ist... Ach, ja, okay, gut. Die habe ich auch noch gesucht. Und da seht ihr es. Da kriegt man dann diese 1. Und in der... ist Electric Finger. Electric Fingers fehlt mir auch noch. So. Fehlte mir nämlich auch noch. Das ist gar nicht so schlimm, dass es das geworden ist. Das ist nämlich diese hier. Electric Fingers. Moment. Ich wollte gerade sagen, das können die nicht sein. Zack. Einmal hoch. Und man muss halt sagen, ich habe sehr, sehr viele Sphären bekommen, sehr, sehr viele, sehr, sehr viel Gold bekommen von von den Dingen hier. Ihr wisst, was ich meine. Von Trendy Games so oder so. Finde ich nicht schlecht, dass man das gemacht hat, aber ja, gut. Ich muss halt sagen, ich hatte keine Ahnung, was ich davon wie nehmen muss und habe mich damit jetzt beschäftigt. Ich muss jetzt ernsthaft gucken, wie ich das alles zusammengeklöppelt kriege, aber ja, ich werde es mal wieder öfter spielen. Und dann mal gucken, wie die Raids laufen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Dungeon Defenders 2. Haut's rein, bis dahin. Ciao, ciao.